die britischen Royals in Feierlaune. Am Montag, den 9. Juli, wurde mit dem am 23. April 2018 geborenen Prinz Louis das jüngste Mitglied der königlichen Familie getauft. Die Herzogin Katharine, 36, Prinz William, 36 und Co. den Tag verbrachten, beantworten die wichtigsten Fragen rund um die Taufe. Zur Taufe in der Kapelle des St. James Palastes in London waren rund 20 bis 30 Gäste geladen. Wie auch bei Prinz Louis älteren Geschwistern Prinz Georg, 4, und Prinzessin Charlotte, 3, war es damit eine kleine, intime Zeremonie, bei der lediglich Freunde und Familie von William und Kate anwesend waren. Ein Blick auf die Gästeliste, die der Kensington Palast wenige Stunden vor der Taufe bekannt gab, bestätigt das. Dabei waren Prinz Charles, 69, und Herzogin Camilla, 70, sowie Prinz Harry, 33, und Ehefrau Herzogin Meghan, 36. Von Kates Seite waren ihre Eltern Carole, 63, und Michael Middleton, 69, sowie ihrer schwangeren Schwester Pippa, 34, und deren Ehemann James Matthews, 42, geladen. Ebenso war James Middleton, 31, Kates Bruder, mit von der Partie. Laut einer Twitter-Mitteilung des Kensington-Palastes haben sich William und Kate für die folgenden 6 Freunde bzw. Familienmitglieder entschieden: Nicholas Van Cutsem, Gubelli, Harry Augreifletcher, Lady Laura Meade, Robert Carter und Lucy Middleton. Nicht auf die Liste hat es dagegen Herzogin Meghan geschafft. Dabei galt sie eine Zeit lang als eine sichere Kandidatin. Entgegen der Erwartung waren Oma Queen Elisabeth, 92, und Europaprinz Philipp, 97, nicht zur Taufe gekommen. Nach dem Beginn seines Ruhestandes Anfang August 2017 und wegen gesundheitlicher Probleme sieht man Philipp nur noch selten in der Öffentlichkeit. Warum die Queen fernbleibt, wurde offiziell nicht bekannt gegeben. Rebecca English, Royal-Korrespondentin für die stets gut informierte Daily Mail, sagt auf Twitter, gesundheitliche Probleme seien nicht der Grund. Vielleicht liegt es am vollen Terminkalender? Am 14. Juli reist US-Präsident Donald Trump, 72, mit seiner Ehefrau Melania Trump, 48, nach London und wird im Zuge dessen von der Queen auf Schloss Windsor empfangen. Am Tag nach der Taufe von Prinz Louis feiert die Royal Air Force ihren 100. Geburtstag. Auch zu diesem Anlass wird die Queen mit Harry und Meghan auftreten. Den einzig wahren Hingucker gab es nicht, nein, sondern gleich mehrere Hingucker. Zuerst, natürlich Baby Louis. Die Nummer 5 der britischen Thronfolge hatte man seit seiner Geburt am 23. April nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen. Er schlief sowohl bei der Ankunft der Familie als auch beim Verlassen der Kapelle selig in den Armen von Mama Kate, bekam von dem Trubel um seine Person nichts mit. Der zweite Hingucker war das überglückliche Lachen von Kate. Die Herzogin schien wie beseelt vom Familienglück mit ihren 3 Sprösslingen, blickte Baby Louis in ihren Armen besonders stolz und liebevoll an. Und die Taufe war die erste Gelegenheit, zu der sich die Familie Cambridge zu 5 zeigte. Zuvor hatte es Fotos der Eltern mit Baby Louis nach der Geburt vor dem St. Mary's Hospital in London gegeben bzw. ein Foto von Charlotte mit ihrem neugeborenen Bruder. Dem britischen Mirror zufolge wird Prinz Louis über den traditionellen Lilientaufbecken getauft werden. In den letzten 170 Jahren wurden, bis auf ein Mitglied, alle Täuflinge der britischen Königsfamilie darin getauft. Das Schmuckstück soll 11.000 Pfund wert sein. Es war damals für die Taufe von Prinzessin Victoria, 1840 bis 1901, in Auftrag gegeben worden. Als Taufkleid trug Prinz Louis laut Express das gleiche wie seine beiden älteren Geschwister. Es handelt sich dabei um eine Nachbildung eines geschichtlichen Modells. Das Original stammt wie das Taufbecken ebenfalls aus dem Jahr 1841 und wurde zum ersten Mal von Prinzessin Victoria, 1840 bis 1901, dem ersten Kind von Königin Victoria, 1901, und Prinz Albert, 1819 bis 1861, getragen. Es ist aus Spitalfilzseide und Honitonspitze hergestellt.
Weitere Tradition war, dass Prinz Louis mit Wasser aus dem Fluss Jordan getauft wurde. Insgesamt dauerte die von Erzbischof von Canterbury durchgeführte Zeremonie etwa 30 Minuten.